Und wir sind wieder da. Und wir sind jetzt so freundlich und laufen den Weg da wieder hoch, den wir gerade eben runtergelaufen sind. Aber ich würde gerne wissen, wie. Und das geht, indem wir in dieser, zu der Seite wahrscheinlich hier diesen Pfad entlang wandern. Ah, super. Genial. Manchmal kann man Bethesda einfach nur leben. Was ist denn das hier? Schrifttafel. Ach ja. Ja. Schrifttafel. Ich mache sie euch immer mal auf und ihr könnt dann lesen, aber ich lese es. Ich werde es auf jeden Fall während des Let's Plays jetzt nicht durchlesen. Denn das wäre garantiert zu viel. Mir fehlen. Boah, werd doch nicht immer so schnell von der Ausdauer geplagt. Das geht doch gar nicht. Habe ich irgendwelche Buffs eigentlich jetzt schon wieder drauf? Nein. Gut. Lauf was schneller. Boah, es sieht schon pornös geil aus. Komm. Ja. Was Ich macht ihr bin da? gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Gut. Also gut. So, hier. Ich muss auf OK drücken. So, weiter geht's. Ab nach oben. Weiter nach oben. Wie schön. Ach. Kannst du nicht allen Ernstes glauben. Warte mal, vielleicht sollte ich lieber auf mein Schild wechseln. Wieso habe ich, wenn ich auf mein Schild wechsle, nicht automatisch mein kaiserliches Schwert dabei? Das ist natürlich noch klüger. So. Vielleicht soll ich dann auch ein bisschen auf Blocken gehen. Gib mir deinen Pelz. Steck das Zeug weg. Und ab nach oben. Immer weiter. Immerhin sind wir jetzt schon. Auf welcher Höhe weiß ich noch nicht mal. Schrifttafel. Da. Emblem 3. Wo sind wir jetzt inzwischen? Och ja. Fehlt hier noch ein bisschen. Ich wette, das dauert auch schon wieder eine Viertelstunde, bis wir erstmal ganz oben sind. Ah, super. Also das Spiel ist irgendwie prädestiniert für leichte Langeweile. Ja, laufen wir jetzt auch wieder runter und wieder hoch. Ja. Lass das Ding mal drinne. Ja, bitte. Wer Eine seid ihr? einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn es recht ist. Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Da Emblem 4. Und weiter geht's.
Na, komm schon. Lauf. Oh mein Gott. Weg hier. Speichern. Eindeutig speichern. Und jetzt auf meinen Bogen wechseln. Oh. Ja, vielleicht ist in diesem Fall etwas Flammen- und Funkenmagie angebracht. Nein. Nein. Oh, ich bin tot. Gut. Oder schlecht. Denn. Nein. Ich wollte da eigentlich nur vorbei. So, was mache ich jetzt? Er sucht nach mir. Ist nicht sehr gut. Komm um die Ecke und ich bring dich um. Aua! Hallo, stopp! Habe ich noch Tränke? Gift der Lähmung. Steigert leichte Richtung in 60 Sekunden um 10 Punkte. Nein. Ist bestimmt frostresistent. Das ist mir egal. Ausdauer. Verdammt. Ich würde sagen, ich rüste mich erstmal. Ist das eigentlich 19 Schaden, 10 Schaden. Guck mich mal das auf rechts. Oh, das ist ein Zweihänder. Das ist scheiße. Dann habe ich das und ich nehme hier den Trank der Unsichtbarkeit. Oh. Okay. Dann versuche ich den mal irgendwie zu umgehen. Lauf! Und Steintafel angucken. So, genug geguckt. Weg hier. Weg vor diesem. Der jetzt bestimmt ja hinter mir herläuft. Geil. Richtig geil. Super geil. So super geil. Ah, er ist weg. Super. Schön. Laufen wir weiter zu den Graubärten, die meine Stimme erhören wollen. Komm schon. Lauf. Schneller. Cool, man kann auch Autolaufen machen, aber das ist mir zu langsam. Da oben sind die Graubärte. Juhu. Und ich bin
sozusagen fast da. Endlich. Ich bin da. Oh cool, man kann sich das nehmen. Stale food, disgusting. Stale food, disgusting. Oh, wie geil. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Großer Sack Old Potato. Seelensteinfragment auf jeden Fall mitnehmen. Tintenfass kann ich jetzt nicht mitnehmen. Was haben wir denn hier noch drin? Holzteller, Eisenerz. Eisenerz kommt auf jeden Fall mit. Eisenerz wird gebraucht. So. Jetzt sind wir schon mal da, wo wir sein sollten. In einer Burg. In der Hochburg. Sieh an, ein Drachenglut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Gut. Fuß! Keine Angst. Euer Schrei wird uns nicht verletzen. Ach, wir sollen sie an. Hallo? Schreit uns an und gebt Fuß! Uns eine Kostprobe eurer Stimme. Drachenblut. Ja! Ich bin Meister Arngeier. Schön. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Naja, genau, ich möchte herausfinden, was das bedeutet. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Das ist schön. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen. Jetzt Schön. Werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einart wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittliche Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Ro. Okay. Die anderen. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einart euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Gut, also indem wir Drachen töten, lernen wir dessen Schreie. Die Schreie können unterschiedlich sein. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen.
Oh. Wie? Los, ah! Los, bro! Gut. Na, lass es abklingen. Gut, und gemacht. Wir verstehen die Drachen. Weil wir dessen Sprache sprechen. Oder weil die Drachen, weil wir es in der Sprache der Drachen hören, verstehen wir dessen Sprache. So, jetzt gucken wir noch was. Perfekt. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Ja. Gut, aber das werde ich in der nächsten Folge machen. Und ich werde jetzt auch für diese Nacht aufhören. Wir haben jetzt inzwischen schon 2 Uhr. Etwas spät, aber nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal. Ich speichere nochmal kurz hier. Zack. Haut rein.